Hallo, ich bin Jasmin von Stempel doch mal. Ich habe heute eine Art Verpackung für euch. Und zwar sieht das Ganze so aus. Das wundert euch nicht, das ist in Folie eingepackt. Ich habe Swaps gemacht und damit das auf dem Versandweg, es muss zweimal verschickt werden, nicht kaputt geht, habe ich es eingepackt. Und ich habe aus den Mini-Versandtaschen oder aus der Mini-Versandtasche hier so eine Doppeltasche gemacht. Fand ich ganz witzig. Habe hier Süßigkeiten-Tüte reingesteckt. Davon habe ich jetzt keine mehr, aber ich habe mal geguckt, was ich noch habe, was auch reinpasst. Wir haben ja hier bei uns im Ort so einen coolen Candy-Master. Der hat jede Menge Süßigkeiten aus, hauptsächlich USA und was man halt hier in Deutschland nicht so bekommt. Und die haben genau hier reingepasst. Fand ich sehr witzig. Ja, ich kann euch mal ein paar Varianten zeigen. Ich habe so eine kleine Auswahl an Designerpapier genommen. Ist alles aus dem gleichen Paket, zeige ich euch gleich. Ja, so viel dazu. Wie fange ich an? Ich zeige euch erstmal das Designerpapier. Habe ich da gar nicht mehr die letzte Seite aufgehoben. Na, jetzt weiß ich nur nicht mal mehr, wie es heißt. Das ist auf jeden Fall das, wo dieses Stempelset mit den Jahreszeiten bei ist, finde ich das gerade. Dann könnte ich es euch zeigen. Ist das? Nee, da sind auf jeden Fall Muscheln, Schneeflocken. Hier ist es doch. Das ist das Stempelset dazu. Und das ist das Designerpapier. Und das hat so schöne Farben. Da ist Blütenrosa mit drin. Ich habe jetzt hauptsächlich die Seiten genommen, wo, das habe ich genommen, wo viel Rosa drin zu sehen ist. Und hier, das habe ich genommen. Genau. Ja, ich habe einmal die Stanzform schon ausgestanzt. Das war eher so ein Versehen. Und das nutze ich jetzt auch, weil jetzt sonst liegt es hier rum. Also ich habe das quasi schon einmal ausgestanzt. Ich wollte euch gerne aber, ich stanze die jetzt nochmal in normalem Farbkarton aus. Wobei, ich stempel erstmal und dann stanzen wir alles auf einmal aus, genau. Das macht, glaube ich, mehr Sinn, denn wir brauchen noch die Blüte und die ist aus folgendem Stempelset, Landhausrosen. Das gefällt mir wirklich gut. Und da sind die Stanzformen dabei. Da habe ich hier die beiden noch genutzt als Deko. Und da brauchen wir gleich die große hier, um die Blüte auszustanzen. Die habe ich hier schon auf dem Acrylblock. So. Und den Spruch, den kann ich auch schon mal aufstempeln. Den habe ich passend auf Blütenrosa gestempelt. Du bist in jeder Hinsicht wunderbar. Ein sehr süßer Spruch. Wobei habe ich ja schon im Auspackvideo gesagt, das Set hat allgemein tolle Sprüche. Ne? Gute Besserung und alles Liebe zu eurem großen Tag. Das ist der, den ich genommen habe. In Freundschaft, herzlichen Dank und Liebe wünsche ich. Das Liebe wünsche finde ich auch besonders schön, weil das so ineinander geschwungen ist. So, lasst mich mal kurz nachdenken. Achso, die Blümchen brauchen wir noch. Das. Und die, für die Blümchen habe ich Sahara Sand Farbkarton genommen. Das ist einmal die hier und einmal die. Und die brauchen wir auch. Und bei der Minitasche hier, da ist dieser Rahmen dabei. Und der passt, als wäre es dafür gemacht, wunderbar hier um diesen Spruch drum. Hier kann man übrigens auch noch eine Schleife mitmachen. Also das ist wirklich,
Da sind auch wirklich kleine, süße Stanzformen noch zusätzlich mit dabei. So, dann haben wir jetzt, glaube ich, alles. Dann hole ich mal die Maschine. Erstmal die Tasche, also das wird jetzt hier meine Vorführtasche, das passt schon mal nicht, dann nehmen wir das. Und für die Verpackung, die ich hier heute zeige, braucht ihr das quasi zweimal. Eben aus dem Designerpapier, was ihr gerne nutzen wollt. Ihr könnt natürlich auch Farbkarton nehmen. Und hier mit der zeige ich euch gleich, wie die Tasche eigentlich aussieht. Das kann ich euch mit meinem ausgestanzten Designerpapier nicht zeigen, weil ich das nicht knicken möchte. So, dann haben wir hier die Blümchen. Ich fand es mal ganz witzig, das so umzugestalten, und es ist ja auch immer nett für euch zu sehen, was man noch so aus den Stanzformen machen kann. Und ich zeige euch gleich noch was. Das ist mir nur so beim Machen aufgefallen. Ich lasse so ein paar von diesen Dingern hier drin, finde ich ganz süß. Dann hat man auch nicht ganz so viel Arbeit beim Rausfummeln. Also was so rausfällt, fällt raus, der Rest bleibt drin. Genau, das brauchen wir dann nicht mehr. Hier ist der Spruch, also der passt wirklich super da drauf. Das freut mich immer, wenn sowas so schön zusammenpasst. Und dann noch die Blume. So. Die lässt sich auch echt super ausstanzen und die hat irgendwie so ein, ich weiß nicht, ob mir das nur so vorkommt, aber das ist so ein bisschen, als würde die sich abrunden. Die hat hier so, das geht so ein bisschen nach unten, also die ist wirklich toll. Gefällt mir gut. Kann man natürlich noch anmalen, aber ich finde, ihr wisst ja, ich male nicht so gerne an, weil es bei mir auch immer kacke aussieht. Und ich finde sowas so plan, wenn schon eh so viel Deko drumherum ist, auch sehr, sehr schick. So, also das ist jetzt eigentlich die Verpackung. Die hat eine Falzlinie in der Mitte. Oh, jetzt habe ich sie nicht getroffen. Dann hat die hier Klebelaschen. Die muss man natürlich vorher auch falzen. Und dann schließt man das, klebt das so zusammen und dann hat man hier so eine Tasche, wo eine Gutscheinkarte oder sowas reinpasst. Oder eine Visitenkarte oder Geld oder ein Tag. Man könnte auch ein kleines Mini-Album machen oder auf eine Scrapbook-Seite kleben und so ein Tag rausziehen. Also das ist ein Teil, da kann man so viele Dinge mitmachen. Könnte in eine Grußkarte reinkleben und Geld drin verstecken oder einen Gutschein, irgendwie sowas, ne? Und ich habe jetzt einfach zwei genommen und habe die aneinander geklebt. Und wenn man das nicht zuklebt, dann wäre es auch noch eine Box, ne? Da müsste man einfach hier nur noch einen Boden draufkleben irgendwie und dann hätte man auch noch eine Verpackung. Und wenn man hier noch was ausstanzt, dann hätte man sogar noch ein kleines Licht, wo ein Teelicht reinpasst, ne? Das ist mir so beim Machen in den Sinn gekommen. So, und jetzt machen wir das, was ich heute vorhab. Und zwar werden da auch die Laschen hier gefalzt, aber nicht das Mittelteil, das lassen wir einfach so. Kann man natürlich auch falzen, macht jetzt keinen großen Unterschied, aber ich finde es optisch schöner, wenn es nicht gefalzt ist.
So, und dann brauchen wir ein bisschen Tombow, Flüssigkleber. Ich packe immer den vollen hier, aber ich weiß, dass ich noch woanders einen habe. Aber naja. Oh. Ist nicht mehr da, muss ich den aufmachen. Man kann eh nie genug offenen Tombow haben. Müsst ihr immer aufpassen, wenn der neu ist, dann kommt erstmal meistens mehr raus, als man braucht. Also ich drücke gerade gar nicht. So, auf beide kommt hier erstmal Kleber drauf, auf beide Teile. Halt nur auf diese Laschen. Und dann jetzt vorsichtig, dass er nicht reinpackt. Und dann macht er erstmal die Seite hier zu. Schön die Ecke, die Spitze unten. Und dann kann man hier auch schon zudrücken, das passt gut zusammen. Und so mit dem Übereinanderlegen hat das bei mir am besten geklappt mit Zumachen. Dann muss man so einen Moment warten und dann hat man schon hier sein Täschchen. So, ne, so bleibt das bei meinem Fall auch. Und ich habe mal geguckt, was ich noch so im Bad hatte. Ich habe ja immer Masken oder sowas da. Hier habe ich so ein Handpeeling von Balea. Das passt perfekt hier rein. Sogar auch noch farblich. Aber auch diese Tuchmaske oder irgendwie sowas. Das muss man dann halt so ein bisschen falten, dann passt das auch hier rein. Ja, würden sogar beide reinpassen, wenn man es jemandem richtig gönnt, die Wellness. Und je voller das ist, umso schöner finde ich das eigentlich, weil es dann so ein bisschen knautschig wird. Ich lasse jetzt das einfach mal da drin. Und dann habe ich es angefangen zu dekorieren. Und zwar mit dem schönen Geschenkband Naturflair. Das ist ja das, was man auch bestempeln kann, weil das so glatt ist. Da habe ich mir einfach hier so ein Stück abgeschnitten. Ich habe jetzt meine große Schere nicht, klappt trotzdem. Das klebe ich schon mal auf. Das kann man wunderbar einfach mit so einem Kleberoller machen. Und die Enden, die drizzeln sich natürlich so ein bisschen auf, aber das finde ich, das ist gewollt in dem Fall. Ne? Da habe ich sogar manchmal nur so ein bisschen hier rumgezisselt. So, dann haben wir die Blume. Da mache ich auch immer mit dem Finger so ein bisschen, dass die nicht so total flach ist. Ja, und ich war hier eigentlich selber meine Inspiration. Ich kann euch mal meine ATC-Karten von Mai zeigen. Das sind meine Mai-ATC-Karten. Wir tauschen die ja immer im Team. Ja, und da ist halt dann das raus geworden. Ist quasi so das gleiche Farbschema. Das ist das Designerpapier von dem Stempelset ausgestanzt. Und manchmal ist man ja dann so seine eigene Inspiration, wenn man irgendwas abwandelt. So, und den Blümchen, da mache ich nur so ein bisschen Kleber auf die Seite. Bei dem großen mache ich den Stiel noch ab, weil sonst stößt man wieder unten dran. Das setze ich dann noch hier unten drunter. Das ist jetzt natürlich noch alles ein bisschen wackelig, aber wenn der Kleber anzieht, dann hält das. So, und dann das Schildchen. Da setze ich bewusst einen da unten hin, weil ich will, dass der auf dem Teil klebt, sonst würde es so auf der Blume kleben und so schweben, das mag ich nicht so. Ich habe das lieber, wenn das mit der Verpackung auch noch verbunden ist. Das kommt hier unten hin.
Und dann habe ich aus diesem tollen Band, was ich euch schon gezeigt habe, aus weichem Geschenkband aus weichem Polyester. Das fühlt sich so ein bisschen an wie Leder, finde ich fast. Da habe ich eine Schleife rausgebunden. Hat auch ganz gut geklappt. Man kann jetzt nicht so zubbeln und ziehen, wie wenn man so ein ganz weiches Band hat. Jetzt habe ich auch noch Tombow an den Fingern. Und am schönsten werden die Schleifen, wenn man hier nochmal so reinfasst in diese Ohren und dann nochmal richtig festzieht. So, also so ungefähr. Ne? Die Schleife, die klebe ich jetzt auch hier auf das Band und nicht auf die Blume, sonst ist die auch, hängt die auch da so ein bisschen in der Luft. Ich mache jetzt einfach zwei Glue Dots drunter. Wahrscheinlich würde auch einer reichen, aber damit überall auf jeden Fall Kleber unter der Schleife ist und das auch gut hält, nehme ich zwei. So, was fehlt noch? Genau, die Perlchen. Ich habe ja im Auspackvideo gesagt, dass ich nicht so gerne Perlen mag, aber die gefallen mir sehr gut, weil die so ein bisschen schimmern. Aufhebhelfer kann ich mir jeden empfehlen. Damit klappt das super. Ohne Schnee, ich nehme mal ein kleines. Ich hatte jetzt schon mehr große verwendet. Ich versuche das immer so ein bisschen gleich zu halten, dass ich nicht am Ende nur noch kleine übrig habe. Ja, habe ich was vergessen? Ich muss noch mal gucken. Ich glaube aber nicht. Nee, ist alles da. Ja, das, hier seht ihr das nochmal mit einem anderen Papier. Das ist meine Idee zu der Mini-Versandtasche. So heißt sie. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Ich hoffe, ich konnte euch nochmal so ein bisschen zeigen, dass man immer mehr aus den Stanzformen rausholen kann. Und ich wünsche euch viel Spaß mit der Idee und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo, da bin ich nochmal. Ich würde mich freuen, wenn du hier mir ein Abo schenkst, wenn du hier aufs nächste Video klickst und wenn du hier meinen Blog besuchst. Bis zum nächsten Mal.